Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von mir. Wir spielen Deponia The Complete Journey. Also alle drei die ersten drei Teile von Deponia ist ja entweder vor kurzem rausgekommen. Die ersten drei Teile von Deponia. Dieses Spiel ist ein Spiel von Dedelic Entertainment und also den Entwicklern von Harvest Moon, Augen Enderbecht aus und so. Und ich weiß zwar, wie der Hauptcharakter heißt und so, aber ich habe vom ersten Teil noch nie was gesehen, eigentlich richtig. Deswegen ist es eigentlich ein Blind Let's Play. Und dieses Let's Play wird sich abwechseln mit Edna bricht aus, also ein Tag Deponia, ein Tag Edna bricht aus und immer so weiter. Und dieses Spiel steht jedenfalls, dass 40 Stunden dauert, wenn man es schnell durchspielen möchte. Oder beziehungsweise wenn es durchspielen möchte. So, jetzt Neustart. Klassisch. Ich glaube. Was ist das jetzt? Wollt ihr das Spiel nicht längst starten? Ja, schon. Aber die Schrottpresse ist kaputt. Und da dachten wir, wir nutzen die Zeit für ein Tutorial. Wer dachte das? Ich brauche kein Tutorial. Und wie willst du dann die Schrottpresse reparieren? Schau einfach zu und lerne. Vielleicht hörst du dir lieber vorher an, was ich zu sagen habe. Du hast hier aber nichts zu sagen. Ach komm schon, dauert doch nicht lang. Zeig einfach mit dem Cursor auf mich und mach einen Linksklick. Mal sehen. Computer, Wenzel ansprechen. Das musst du nicht extra sagen. Wer redet denn mit dir? Na du? Du hast mich angeklickt. Klugscheißer. Verrat mir lieber mal, was mit der Schrottpresse nicht stimmt. Sie drückt nur noch ganz sanft und matscht nicht mehr richtig. Das sieht doch nun wirklich jeder Idiot. Na, dann moderier du doch das Tutorial. Ein Klacks. Zuerst erkläre ich dir mal... wie man ein Objekt ansieht. Das weiß ich doch. Aha, und wie? Ich zeige mit meinem Mauszeiger darauf und klicke rechts, wenn ich das Augensymbol sehe. Ja, die Theorie ist einfach, aber wie sieht es mit der Praxis aus? Hey, das ist dein Tutorial. Du willst dich doch nicht etwa drücken. Aber nun gut, ich werde es dir vormachen. Siehst du dieses kleine Ding auf dem Boden dort drüben? Ich werde nun mit dem Zungensymbol? Dem Augensymbol. Ich werde nun dort draufklicken und es mir so ansehen. Pass also gut auf. Ich dachte, du wolltest dir das... Ich sehe es an, da liegt es. Ich meinte, genauer einfach drauf zeigen und mit der rechten Maustaste klicken, sobald das Auge erscheint. Erstmal Poki. Ein freundliches Hussa und herzlich willkommen. Es ist mal wieder soweit. Wir haben eine Edition eines unserer Spiele mit einem Entwicklerkommentar veröffentlicht und du bist einer der stolzen Käufer und deswegen ja, kann ich dir auch ein paar Sachen über unser Spiel erzählen. Und zwar in diesem Falle ist es Deponia, der erste Teil, ja, gut, der, erste Teil der gleichnamigen Trilogie. Und da du die Version mit dem Entwicklerkommentar hast, hast du natürlich auch gleich die nächsten beiden Teile mitgekauft. Richtig. Das war ein sehr schlauer Zug von dir. Bevor wir aber richtig loslegen, kriegst du hier etwas ganz Besonderes, und zwar ein kleines Tutorial. Ich bin mir sicher, du weißt ja wahrscheinlich, wie man ein Point-and-Click-Adventure spielt. Wenn du es nicht weißt, dann wirst du hier auf eine kurze und amüsante Art und Weise noch einmal in die grundlegenden Mechaniken eingeführt. Ich hoffe, es macht dir auch tatsächlich Spaß. Falls ich vergessen habe, mich vorzustellen, mein Name ist übrigens Poki oder Jan-Müller Michaelis, aber Poki, du kannst mich ruhig duzen, wenn du mich ansprichst. Du wirst mich im Laufe der Trilogie halt noch das ein oder andere Mal zu Gesicht bekommen, beziehungsweise mein Comic-Alter-Ego. Ich greife nämlich im Laufe des Spiels hin und wieder zur Gitarre und fasse die Ereignisse ein wenig zusammen mit einem weiteren fröhlichen Husser auf den Lippen.
Und natürlich kannst du mich auch in fast jedem Raum wieder anklicken. Und dann erzähle ich dir etwas über die Produktion von Deponia, die ja tatsächlich über sehr viele Jahre angedauert hat. Nicht ganz Wenzel, so lange natürlich, wie ich hier spreche, die ganze aber Zeit fast genauso lange. Also, viel Spaß. Wie, der einfach, wie Wenzel, der einfach die ganze Zeit rumlungerte. So. Was ist das? Das ist ein Kathodenstümpel. Danke für den Input, was? Wenzel. Aber ich erkenne ja wohl eine hydrale Klemmzweige, wenn ich sie sehe. Blöd, was? Dass ich sie nur ansehen kann. So eine Zweige könnte noch richtig nützlich werden. Du kannst sie mitnehmen. Du musst nur mit der Maus drauf zeigen, sodass das Handsymbol erscheint. Klicke dann links und du hebst sie auf. Nein, das muss einfacher gehen. Wenn du meinst. Okay, ich habe die Klemmzweige aufgehoben, aber was mache ich jetzt damit? Du steckst sie in dein Inventar, da wo all deine Gegenstände hinkommen. Du hast das Ding aufgehoben. Jetzt kannst du mit einem Klick auf den Griff oben rechts das Inventar öffnen. Ah, oh, ich weiß nicht, dass man es nochmal anklicken kann. Hey, da ist es ja. Ach, genau. Da ist dann sogar ja. Das hier ist dein Inventar. Schon klar. Und hier kannst du dir alles ansehen, was du mit dir rumträgst. Du weißt doch noch, wie das geht, oder? Sieh her, Wenzel. Es ist fast vollbracht. Beeindruckend. Ups. Und das meine ich ernst. Ups. Sieh her, Wenzel. Es ist beeindruckend. Das war jetzt nicht extra. So. Ich muss, ich gefehlt hier irgendwie. Es passt. Als nächstes musst. Tut mir leid. Ich muss jetzt kurz. Aber die Musik ist doch. Die Musik fehlt hier. Mann. Kannst du ich irgendwie weggehen? Okay, dann drücke ich auf den Knopf. Dieses Ding soll ich also reparieren. Lass es, lieber Rufus. Das wird doch eh nichts. Ich weiß, für einen Laien mag die Situation unmöglich aussehen. Aber wie du weißt, ist unmöglich mein zweiter Vorname. Unmöglich. Ich krieg das Kind schon gebacken. Alles klar. Knopf. Rufus? Einen Tipp hätte ich da noch. Ich hab dir doch gesagt, dass ich es auch ohne deine Hilfe schaffe. Ich muss jetzt nur noch diesen Knopf drücken und schon. Ach, ich liebe Tutorials. Was? Was ist jetzt passiert? Ich bin leise. Der Relic Entertainment präsentiert. Du alte Memme, denkst du hast Probleme, nur weil etwas Abwasch die Spüle verstopft. Spar das Gezeter, gedenke der Väter, sie hausten in Armut umgeben von Schrott. Doch wo alles verloren schien, ward einer geboren. Er war saustark und lässig, sein Haar saß perfekt. Und mit Großmut und Tapferkeit sprach er, ich bin's leid, macht euren Mist mal allein, ich muss weg. Außer er muss dann mal weg. Deponia. Wow. Das fand ich mein schönes Intro. Wir leben noch. Müll. Müll. Noch mehr Müll. Ein Leben in Ordnung und Zufriedenheit. Ach nein, es ist Müll. So, das reicht. Wow. Ich muss hier endlich weg. Gut, dass ich dieses Mal den perfekten Plan habe. Nur noch die letzten Sachen packen und ich bin raus hier. Wo hab ich nur meine Liste hingetan? Mann. Es wird wirklich Zeit, dass ich diesen Schrottplatz endlich verlasse. Poki. Ja, und da wären wir dann auch schon im ersten Raum zu Beginn des Spiels. Warum ist da? Hier lernen wir natürlich gleich unseren Rufus kennen. Das heißt, ich möchte auch gar nicht so viel darüber selber sagen, weil ihr sollt euch das ja selber erspielen. Mhm. Gerade bei Deponia habe ich den Anfang noch sehr klassisch gestrickt. Das heißt, ihr müsst euch sehr viele Informationen über Rufus, über die einzelnen Interaktionen, davon gibt es eine ganze Menge und es ist auch gar nicht so einfach. Mittlerweile bei den späteren Teilen haben wir immer ein
viel einfacheres Spielerlebnis am Anfang mit reingebracht. Okay. Damit ihr einen schnelleren Einstieg habt. Aber hier ist es noch eher ähnlich wie bei Ender bricht aus, dass ihr noch, bevor es dann so richtig losgeht, schon mal in die Spielmechanik eingeführt werdet, indem ihr ordentlich puzzeln und Rätsel raten dürft. Da ihr aber jetzt hier schon mal diesen Entwicklerkommentar angeklickt habt, freue ich mich, euch verraten zu dürfen, dass wir tatsächlich auch Rufus hier dazu überreden konnten, mit ins Studio zu kommen. Hallo Rufus. Hallo Poki. Ja, dieser Screen, der muss ja bei dir eine ganze Reihe von Erinnerungen wecken. Aber wie gesagt, der Spieler soll es ja jetzt erstmal selbst für sich herausfinden, wo er denn hier ist und was er zu tun hat. Deswegen möchte ich dich lieber was ganz anderes fragen. Und zwar, du wurdest ja für das Spiel von dem Monty Arnold gesprochen. Ob du denn der Meinung bist, dass das eine gute Wahl für diese sehr, sehr wichtige, große Aufgabe war? Ja, also, ja, ich habe gehofft, dass du das nicht fragst. Also, vorweg, ich kenne den schon sehr lange, Monty, wir sind so befreundet. Ich meine, er hat bestimmt auch nichts dagegen, wenn ich das sage. Also, ich mag ihn privat fürchterlich gerne. Wir haben viel durchgemacht. Wir haben uns kennengelernt, als ich gerade aus Algerien kam. Er hat dort Pech gehabt und wir sind uns in der Schweiz in einem Zugabteil. Es würde jetzt auch zu weit führen, aber naja, ob er der Richtige für die Rolle ist, ich glaube, ach nee. Also ich glaube, da möchte ich nichts zu sagen. Das ist ja auch eine enorm große Rolle und auch eine entsprechend große Verantwortung, halt dein beachtliches Lebenswerk als Sprecher zu interpretieren, richtig? Chaplin hat ja immer davon geträumt, mal einen Napoleon-Film zu machen. Hat es dann nicht gemacht. Wahrscheinlich, weil man Napoleon eben nur vertreten, aber nicht ersetzen kann. Ich glaube, so ähnlich ist es hier auch. Okay, verschwindet einfach. Gut. Fernrohr. So. Ja, auf einmal sind die Einstellungen anders. Hauptmenü. So, es ist leer ohne Musik. Ich guck mal kurz, ob ich das irgendwie verändern kann. Okay, das ist komisch. Ich guck mal, ob das vielleicht im Laufe des Spiels weitergeht irgendwie. So. Wirk. Es läuft doch immer nur Müll im Fernsehen. Schön. Haben wir irgendwas im Inventar? Haben wir nicht. Speichere ich erstmal. Speichern. Weiter. So. Koffer. Da ist ja meine Liste. Ach, das... Okay. Mal gucken. Ich habe scheinbar fast alles, was ich brauche. Es fehlt nur noch etwas Proviant, die Zahnbürste, ein paar Socken und ein Seitenschneider. Ein Seitenschneider? Was? Naja, irgendetwas werde ich mir dabei schon gedacht haben. Wofür ein Seitenschneider? Schweißgerät... Ist da nichts? Warte, erstmal die Sachen angucken. Ach, das bringt das, okay. Das könnte nützlich werden. Das Öl ist so ranzig, das kann ich mir höchstens noch in die Haare schmieren. Mhm. Das Beste daran ist die Dose. Öl ins Feuer zu gießen gehört nicht zu meinem Fluchtplan. Aber es ist ein integraler Bestandteil von Plan B. Wundervoll. Da. Fernrohr. Das Öl ist so ranzig, das kann ich mir... Das Beste daran ist... Feuerlöscher. Das wird den Ausblick auch nicht verbessern. Schön. Koffer. Für diesen Schrott werde ich in Elysium keine Verwendung mehr haben. Ich sollte mich beim Packen lieber an die Liste halten. Gut, dann nehmen wir das mal weg. Dann haben wir hier noch irgendwas. Ah, Truhe. Das ist die Kiste, die mir mein Vater vermacht hat, bevor er mich im Stich ließ. Ich will sie nicht öffnen. Ich will keine weiteren Enttäuschungen erleben. Schade. Bestimmt irgendwas Gutes drin. Alte Fluchtpläne. Ach, meine alten Fluchtpläne. Einige davon waren nicht übel. Warum ist die Musik nicht da? Feuer. Das war eigentlich kein Teil des, aber man muss... Okay, runter. Oh. Das ist schon die Zahnbürste. Ja, so, die Zahnbürste ist weggelaufen. Mhm. Ich sollte mir wohl angewöhnen, sie irgendwo aufzubewahren, wo nicht so viele Mikroorganismen wachsen. Oh Gott. Waschmittel und... Ach, da haben wir das Seitenteil.
Das Waschmittel soll angeblich auch Ölflecken rausbekommen. Hä? Wer braucht denn sowas? Ich dachte jetzt... Da unten war die Zahnbürste. Wieder eine Memo von Toni. Mal sehen, was sie diesmal hat. Mach endlich das Bad sauber. Puh, das könnte ihr so passen. Toilette. Ein Pömpel. Warum haben wir sofort unser in den Taschen so voll? Das ist sicher ein grandioses Allzweckwerkzeug. Wer braucht schon grandiose Allzweckwerkzeuge? Ist doch was für Anfänger. Da gibt es leider nichts. Schade. Wo ich doch so gerne pömple. Pömple. Das ergäbe sicher ein. Ist doch was für. Okay. Nein, die Ecke war mal ein. Aber mittlerweile schaut Toni da als erstes nach. Oh, das ist okay. Ah, vielleicht kann ich es damit finden? Nein. Aber mittlerweile. Kann ich das nicht irgendwie dahin. Schade. Haustelefon. Verschlossen. Den Schlüssel muss wohl Toni haben. Wer ist Toni? Hinter Toni. Put, put, put. Komm zu Papa. Mist. Ich brauche wohl einen besseren Plan, um sie einzufangen. Sie verspottet mich. Warte. Zahnbürste verspottet ihn. Ich gehe da runter. Haben wir eine Gabel. Einen Topf. Ein Wasserhahn. Wie geht's? Was für eine Plörre. Ja, habe ich mir auch gerade gedacht. Mach endlich den Abwasch. Der macht sich nicht von alleine. Ich lasse es mal drauf ankommen. Oh. Du hast schon wieder mein ganzes Essen verpasst. Stattdessen finde ich ständig irgendwelchen Müll von dir im Kühlschrank. Was ist eigentlich mit dir kaputt? Ich verstehe die Frage nicht. Ich glaube, Toni mag ihn sehr gerne. Gelbe Socke, ist da noch irgendwas? Nein. Lassen wir das mal offen. Ach, Mantel. Ich schau mal nach, ob ich was Nützliches in den Taschen finde. Hey. Da war tatsächlich was drin. Eine Socke. Zwei Socken. Gibt es denn in diesem Haus gar nichts mehr zu essen? Typisch. Toni arbeitet den ganzen Tag und ich muss hungern. Ich sehe gar nicht ein, warum ich den Abwasch machen soll. Toni hat darin viel mehr Übung. Er mag seine Freundin sehr gerne. Du sollst nicht auf der Couch essen. Ständig finde ich Essensreste in den Ritzen. Na und? Ist doch gut. Kann ich irgendwie essen? Das sind immerhin schon mal zwei Socken. Aber ich brauche ein paar. Okay. Da sind schon genug Brandlöcher drin, verfluchte Glühwürmchen. Das Waschmittel soll angeblich auch Öl... Hä? Wer braucht denn so? Da sind schon genug... Ich bin zwar kein Experte, aber ich glaube, das ist tatsächlich Kochwäsche. Schade nur, dass der Topf nicht kocht. Ich könnte den Topf... da drunter machen. Und ja. Jetzt dann packen wir. Kalt. Dann packen wir den Topf da drauf. Die Socken. Nein, in den Topf rein. Ich bin zwar kein Experte dafür. Dann. Es fehlt noch was, dann sagen wir Seife noch da rein. Dann. Nein, bleib da. Die vielen Zettel da rein. Die Zettel verbrennen? Keine schlechte Idee. Aber ich brauche noch ein bisschen mehr Material, damit sich das Feuer auch lohnt. Schade, ich hätte sie gerne da reingemacht, ist irgendwie lustig gewesen. So, altes Öl. Öl ins Feuer zu. Aber es ist ein. Guter Plan B. Da hätten wir schon mal den Topf und so. Gut. Kammer. Vielleicht ist da ja irgendwas Wichtiges drin. Keine Chance. Und nochmal bitte. Die Kammer geht nicht mehr auf, seit die Klinke fort ist. Toni war sauer, aber ich brauchte das Ding für die Luke meines Ort-zu-Ort-Transporters. Der Apparat war schon instabil genug, ohne dass da Fliegen reinspazieren konnten. Oh.
Eine Gabel vielleicht? Keine Chance. Ich komme damit zwar in die Ritzen, aber ich habe nicht genug Hebel. Hebel. Da ist der Topf. Die gute alte Couch. Schade, dass im Fluchtapparat kein Platz mehr dafür ist. Hier kamen mir immer die besten Einfälle. Außerdem findet man immer ein paar Essensreste in den Ritzen. Essensreste, wie wundervoll. Ich würde sagen, das war's für diesen Part von Deponia. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Tschüss.